Wir warten, bis die ungefähr auf 300 runter sind. Ritter kann ich ja aktuell keine irgendwie mir holen, keine Chance. Okay, es geht nicht anders. Wir brauchen Söldner. Es hilft nicht. Die Kompanie vom beleibten Pferd wird angeheuert. Damit stellen wir jetzt 1800 Mann und ein paar Ritter, angeführt von meiner Wenigkeit. Kriege ich ein Deus Vult oder irgendwas, ein Schlachtruf von mir oder irgendwas zur Motivation? Ich hoffe, das funktioniert. Denn jetzt wird's richtig, richtig dicke. Durenol! Die Schlacht um Holland! Sie sind voll im Gange! Durenol! Es wird tatsächlich was, ich glaube, ich kurz. Wir haben es geschafft! Wir haben sie besiegt! Wir müssen sofort nachsetzen. Sofort nachsetzen, bevor die in irgendeiner Weise... Und die Schlacht von Arnheim, sie probieren es nochmal. Das trifft richtig, das ist richtig gut. Das Gold wert! Wunderschön. Das bedeutet, die waren absolut ihr Geld wert, die Söldner. Wir können in der Zwischenzeit tatsächlich sogar noch Boden gut machen. Deus Vult! So, jetzt ist der Paulus tatsächlich ins Bett. Aber dann nehme ich immer das Erste, was sich halt quasi anbietet. Er wird demütig, der Paul. Und mein Sohnemann wird ehrgeizig. Na, immerhin. You know, also so. Donut und Würstchen. Scheiße, jetzt ist die Stangenhippenwaffe vernichtet. Ach, Kacke. Okay, aber das trifft sich ganz gut. Wir haben jetzt Söldner und wir brauchen die Söldner. Unser verdammter Feind hier ist gerade am Boden und wir haben doch einen Anspruch. Rein in den All! Krieg, Schreien und des Todes und den Fesseln! Wir werden jetzt hier uns den Scheiß Grafschaft holen und die wird er uns abtreten müssen, ob er will oder nicht. Seine Hauptstadt gehört uns. I tire of meat! I thirst! Vorblatt! Damit sowas nie wieder passiert. Wir brauchen unbedingt eine zweite Grafschaft. Dann hat sich das nämlich rentiert mit den Söldnern. Deus Vult! Was für eine schöne, schöne Sache das jetzt doch ist, oder? Dass sich das so entwickelt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es entwickelt sich, also fuck it. So, die zweite ist erobert und dann werden wir zurückgehen und die Feinde vernichten, die letzte Schlacht von Holland. Der Feind liegt am Boden. Sehr schön. Geldern gehört so gut wie uns. Ausgezeichnet. Er wird fleißig auch noch. Das ist ja mal krass. Und wir ziehen es noch ein bisschen durch. Ich will die Ding noch haben. Und was der Preis des Genusses? Nein! Sie nennen es die Krankheit der Könige, als ob irgendwas Genießerisches oder Beneidenswertes an meinem geschwollenen, schmerzenden Gliedern wäre. Wenn der Schmerz den Höhepunkt erreicht, kann ich kaum anders als mir zu wünschen, als gemeiner Bauer geboren zu werden. Ich habe Mitleid mit euch, mein Fürst. Ich hätte einige Ideen, wie die Symptome eurer Gicht gemildert werden könnten. Adalbert hat entschieden, Ruhe ist die beste Behandlung. Er häufte weiche Kissen um mich herum auf und deckte mich sanft mit gleich mehreren Decken zu, ehe meine Gemächer er verließ. Zog Adalbert auch noch die Vorhänge zu. Es war zur Mittagszeit. Der zusätzliche Schlaf stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert. Na ganz toll, ich bin Gicht geplagt. Schwerer Gesundheitsmalus. Ja, warum auch nicht, ne? Warum zum Fick auch nicht? Und mein Sohnemann, wir haben... Oh, der ist sogar schlau geworden. Werte Damen, werte Herren, irgendjemand möchte bestimmt mein Sohnemann sein. Also in-game. Wie schaut's aus? Wer hätte gerne einen Charakter in-game? So, also, der erste war der werte Musclebone. Ich würde sagen, Musclebone war doch mal dein Name, oder? Sollen wir das so behalten? Musclebone oder Musclehart? Nee. Marcel Ma war schon gut, oder? Das ist das Marcellus? So, Marcellus Wallace? Nee, wie hieß der? Okay, wenn du das willst, dann wird das jetzt Marcellus, mein Sohnemann. Willkommen in der Familie. So, passt. Wir haben noch ein bisschen Geld gemacht. Das passt also ganz gut. Und wir fordern jetzt
unseren Tribut ein. Und wir haben gewonnen. Der Feind hat seine Schmach erlitten. Nicht nur, dass sie ihre Amsterdam nicht bekommen haben. Nein, er hat sogar seine Hauptstadt verloren. Er hat sogar seine Hauptstadt verloren. Schau sich einer das an. Und er ist jetzt, sitzt jetzt hier drüben in seiner in Arnhem, in seiner neu eroberten Grafschaft. Ah, perfekt. Okay, also dann haben wir das. Und liebe Leute, das ist jetzt so gut gelaufen, wie es nur laufen hätte können. Durch das haben wir jetzt die Chance drastisch minimiert, dass wir also mit nur einer Grafschaft quasi untergehen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, durch das, dass ich ja zwei Besitztümer haben kann, wird sich jetzt auch unser... Oh. Okay, da muss ich intervenieren. Soll Paul hinterlistig oder ehrlich werden? Eins oder zwei. Was ich sagen will, das hat sich im Endeffekt rentiert, weil das Geld, das zusätzliche, das jetzt durch Geldern reinkommen wird, wird die Söldner mehr als wieder gut machen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, du wirst ehrlich, werter Paulus. Nach dem Vorbild des Vaters. Aber wir haben noch jetzt ein ganz anderes Problem. Ich bin nämlich ziemlich überspannt. Ich denke, eine Jagd würde sich hier wahrscheinlich als genau das Richtige ereignen. Und auch wenn es jetzt viel kostet, werde ich genau das tun. Aber ich werde noch ein bisschen mehr reinbuttern, damit ich die Erfolgschancen erhöhe. Weil vielleicht kann ich das dann zumindest wegen einem guten, mit einem guten Trophäe oder so wieder wettmachen. So, der Mann aus Metall, der nicht aus seiner Rüstung reinkommt. Sehr schön, dem helfen wir natürlich. Und dieses Druckmittel benutzen wir dazu, um ihn zu uns einzuladen. Dann haben wir einen neuen Ritter. Great success! Der ist vielleicht nicht so ehrenhaft, der Typ, aber fuck it. So, er ist 33, hier 29, bitteschön. So, wir gehen auf eine Jagd. Und was werden wir jagen? Das steht noch nicht fest. Wir warten jetzt erst einmal, bis alle da sind. So. Wir haben noch einen Ritter, der eine Frau benötigt. Moment, du bist ein Bauernführer, ganz ehrlich. So, und wir werden ein Wiesent jagen. Nice. Okay, ein Wiesent ist eine gefährliche Beute. So, keine Vormunde für Kinder. Meine Tochter Anna braucht jemanden, mein Ratsspitzel, der wird sie Okay, doch lieber der Ratskanzler. Der Ratskanzler soll sie ausbilden. Genauso wie mein Sohn Petrus, lieber Diplomatie oder Bildung? Ich würde dir Diplomatie ans Herz legen, was sagst du? So, Gefangene können Lösegelder bringen für... nice. Der hat 100 Öcken, natürlich Lösegeld, nehmen wir sofort. Und der gefangene Herzog Karel. Das trifft sich ja wundervoll. Das trifft sich ja wundervoll. Leute, wir können meinen Sohnemann... Scheiße, was kam denn bei der Abstimmung vorher raus? Mit was wir verheiraten sollen? War das der Kaiser? Kaiserfamilie? Weil es hat sich gerade eine neue Möglichkeit aufgegeben. Anstatt den Herzog Karel für Geld freizulassen, könnten wir ihn für ein Druckmittel freilassen. Und dieses Druckmittel könnten wir dafür benutzen, dass seine Tochter meinen Sohn heiratet. Aber ich sehe gerade, er hat drei Söhne. Die Chance, dass wahrscheinlich das auf seine Tochter übergeht, ist sehr gering. Diplomatie mag der Pette machen. Petrus, auf Diplomatie, bitteschön. Und da werden wir auch den richtigen Vormund für dich finden. Und zwar der Ratskanzler macht das. Der steht eh in meiner Schuld. Also, ich würde behaupten, es wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß halt jetzt nicht, ob das so gut wäre. Ich bin ein ehrlicher Charakter, das heißt, ich werde auf gar keinen Fall die drei umbringen. Die könnten aber natürlich durch gewisse, wie sage ich denn, Unfälle, Schlachten oder sonstiges draufgehen. Die Chance ist aber wahrscheinlich nicht mehr so groß. Nummer 1, wir verwenden das Druckmittel, um eine Heirat mit Flandern herbeizuführen. Oder Nummer 2, wir machen es nicht, wir nehmen das Geld und machen das Eigentliche, was wir gesagt haben, dass wir in die Kaiserfamilie einheiraten. Das Witzige ist nur, der ist jetzt 33 und hat immer noch kein Kind. Und der Kaiser hat zwei Söhne, aber hier, die Erstgeborene, die könnte vielleicht funktionieren. Wenn der Erstgeborene tatsächlich kein Kind kriegen wird, geht es sowieso auf den zweiten. Und die würden sogar annehmen. Ja, es könnte inzüchtig sein, weil es ebenfalls ein Haus... Moment einmal. Ja, weil er ebenfalls ein Karling mitgemischt hat. Aber das würde ich tatsächlich sogar noch...
machen. Das Problem ist halt, er ist der Titelerbe. Er ist noch 33, das heißt, er kann jederzeit eigentlich sich eine Frau suchen und heiraten. Aber er hat es halt bisher nicht getan. Also wir können auch einfach nur warten. Okay, also ihr sagt 2 sowieso, passt. Dann lassen wir mal das Rad der Zeit weiterlaufen. Gerade als mein Ratsverwalter Luthard aus dem Sattel steigen will, die Beine hoch in die Luft, rumpelt mein zurückhaltender Vasall, der Bürgermeister Herold, gegen sein Pferd und er stürzt zu Boden. So benimmt sich kein Bürgermeister, du Schmuck. So, der Söldnertrupp läuft aus, ich weiß Bescheid. Als wir gemütlich in einer kleinen Gruppe unterwegs sind, höre ich den Bürgermeister Herold hinter mir vom Rücken seines Jagdrosses herabzischen. Seht euch dieses widerwärtige Schwein an. Meine Bekanntschaft gerade F. Edmund auf den Bürgermeister Herold zeigt, tut sich offenbar schwer, diese Beleidigung zu ertragen. Sag mal, was ist denn das zwischen euch? So benimmt sich kein Bürgermeister. Wahnsinn. Apropos, ich habe gerade gesehen, wir haben jetzt auch einen mächtigen Vasallen und der ist sogar ein richtig, richtig verdammt guter Ratsverwalter. Sehr schön. Das trifft sie natürlich top. So, ja. Ist jetzt schwierig mit dem Kind, ne? Ist echt schwierig. So, wir reiten hinterher. Die Vorgehensweise ist gefährlich, ein Unfall ist wahrscheinlicher. Aber ich will nicht noch mehr Anspannung. Deswegen... Schauen wir mal. Ich halte kurz inne, um aus meinem Wasserschlauch zu trinken und genieße die kühle Pause vor dem Schweiß und dem Chaos der Treibjagd. Als ich ihn wieder festmache, höre ich ein leises Surren. Ein Pfeil bohrt sich knapp neben mir tief in den Boden. Und die Leute in meiner Nähe wirbeln herum, doch da ist niemand, nur der Wind. Heda, pass doch auf. Wir können kaum mit den verfluchten Vieh mithalten, als es wildhakenschlagend und heulend davonprescht. Das Tier erklimmt einen Abhang, verschwindet in einem Dickicht und ist ebenso schnell wieder fort, wie es aufgetaucht war. Na ganz toll, das Ding ist weg. Na gut, dann halt nicht. Die Jagd abschließen und ich bin immer noch angespannt. Das hat sich voll rentiert, ne? Das hat sich ja richtig doll rentiert. Muss ich doch ein Festmahl durchziehen? Das ist so schweineteuer. Ja, okay, ich lasse es mal. Vielleicht passiert mir irgendwas anderes, beziehungsweise vielleicht kann er ja so lange warten, bis die Jagd wieder verfügbar ist. Das passt schon. So, Amsterdam schaut gut aus. Wie steht's um Geldern? Geldern, könnte ich sogar noch Getreideäcker bauen. Oder ich warte, bis ich bei mir zu Hause das Anwesen erweitere. Vom Anwesen zu Garten- und Gemüseanpflanzungen klingt auch gut. So, 57, vergiss es wieder. Du machst gut Kohle. Ich warte, bis du dir die 100 leisten kannst, du Schmuck. So, und eine Jagd. Da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Nee, wir werden nicht rechtzeitig zur Jagd gelangen. Okay, hat sich wieder... Egal. Oh, vulgärdolisch. Das ist vielleicht auch noch eine gute Sache. Das, mein Sohnemann kann aber schon vulgärdolisch. Kann ich ihm noch eine Sprache lernen lassen? Ich habe keinen Hoftutor angestellt. Ist es mir das wert? Nee, das passt schon. Die wichtigere Sprache, Französisch, kann er ja schon. Nee, Moment, er kann kein Holländisch, oder? Scheiße, er kann kein Holländisch. Ach, verflucht, okay. Hoftutor wird eingestellt. Dankeschön. So, wir lassen jetzt meinen Sohnemann, der soll eine Sprache lernen. Und zwar soll er Holländisch lernen. Das ist eine gute Sache. Ja, vom Ratsmarschall am besten. Passt. So, genauso wie mein anderer Sohnemann. Der kann dann auch Holländisch lernen. Und der dritte Sohnemann, der natürlich auch. Genauso wie der vierte, aber der ist auch zu jung dafür. Also egal. Du hast noch 3 Leute im Knast. Stimmt, tatsächlich. Aber die 2... Moment, warum kann ich... Der hat 58 Gold. Warum kann ich nicht sagen, hier... Gib mir Gold. Müssen wir es leider übers schwache Druckmittel machen. Aber dann passt das schon. Dann habe ich vielleicht später mal die Möglichkeit, durch... Dingabbezahlung oder so zu machen. Hier, bei ihm machen wir das gleiche für ein Druckmittel. Und so wird er... in meinen Hofstab aufgenommen. So, was haben wir noch an Kinder zu unterrichten? Aktuell nix. Und Ritters, Leute, die heiraten müssen. Kann man machen. Ich will ja einen ordentlichen Hofstab haben. Die sollen sich alle schön fortpflanzen.
Gut soweit. Dann lassen wir erst mal wieder... Oh, Familienhandwerk. Ich beende gerade meine heutigen Geschäfte in der Ratskammer, als meine Gemahlin und ihre Schwester Gisela hereinkommen. Das ist die Herzogin vom... Oh, okay. Ich lege das Hauptbuch weg, in dem ich gerade gelesen habe, denn ich ahne, dass aus diesem unerwarteten Besuch nichts Gutes werden kann. Zögerlich kommentiert Bertha mein Äußeres. Gemahlin, ihr seid ein mächtiger und starker Graf, doch manche gewähren euch nicht den Respekt, den ihr verdient habt. Ihr braucht etwas, um eure Autorität zu zeigen. Meine Schwester könnte euch einen edlen Satz Insignien herstellen, die euren Status angemessen widerspiegeln. Finanziert sie, dann sehen wir, ob die Schöpfung... eure Laune nicht aufhellen kann. Das passt tatsächlich, weil da kann ihr Mann dann dafür bezahlen, wenn wir den aus dem Knast dann rausholen. Ne? Also passt. Nice. So, und mir trachtet jemand nach dem Leben. Das ist nicht gut. Komm, wir nehmen das Geld einfach. Und lassen den Schmuck wieder frei. Ah, dann rückt das auch wieder ein bisschen in Ferne. Aber so ein Insigniensatz, das trifft sich jetzt eigentlich viel zu gut. So, der Paulus hat Vulgärdolisch gelernt und ein denkwürdiger Name. Meine Begünstigte tritt an mich heran. Habt ihr jemanden, der euch besonders nahe steht? Sie scheint den Ärger in meinem Blick ob so einer offenen persönlichen Frage zu erkennen, denn rasch ergänzt sie. Ich meine, gibt es jemanden, dem ihr das beauftragte Artefakt widmen wollt? Und ja, das gibt's für meine geliebte Bertha. Passt. Nice. Sehr schön. So, und Ratsmitglied ist verstorben. Mein Ratsspitzel muss ersetzt werden. Da haben wir sogar eine richtig gute Ratsspitzelin. Und jetzt noch einen viel besseren Ratsmarschall. Das ist auch gut. Der ist uns sogar noch was schuldig. Sehr schön. Ja gut, aktuell haben wir keine weiteren Ansprüche oder sonstiges mehr. Wir hätten jetzt aber noch eine Chance. Da muss ich euch aber fragen... Oh, Anspruch auf... Und hier. Werter Kriegsrat, ich rufe zu Tisch. Wir müssen reden. Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ich versuche, einen Anspruch beim Papst zu erbitten, bevor sie... Oh, scheiße. Februar. Wir haben gerade Mai. Bevor sie 16 wird. Ist das gerecht? Ist das gerecht, wenn ich den Papst bitte, mir einen Anspruch zu gewähren? Was meint ihr? 1 oder 2? Ja oder nein? Wäre das in Ordnung? Komplott gegen den Papst. Ah, es wird ein bisschen schwierig. Ist nicht in Ordnung, sagen Feinherb und Blackett. Okay, nein, ist es nicht. 2, okay, dann lassen wir das. Wir hätten aber eine andere Möglichkeit. Was sagt ihr dazu? Der Papst hat nämlich den Herzog von Poitiers offensichtlich, hat das auf den abgesehen. Denn wir könnten einfach so random, ohne selber anzufragen, der Papst würde das quasi einfach so gewähren, dass wir das Herzogtum von Poitiers angreifen könnten. Und das Witzige ist, der ist sogar uns unterlegen. Das heißt, wir würden den sogar klein kriegen. Wir haben mehr Truppen als der. Das ist halt ganz woanders. Aber es wäre eine Aufstiegschance. Also nochmal, alles auf Null. Ist das grundsätzlich okay? Wenn es vom Papst ausgeht? Oder sagen wir, nee, das ist auch nicht so dolle. 1 für ja geht, 2, nee, nicht so dolle. 0 Enthaltung, okay. Weil dann hab's ja nicht ich angefangen, sondern der Papst hat das erbeten. Sollen wir das durchziehen? Schreibt mal ja in den Chat, wenn ihr sagt, okay, Herzogtum von Poitiers, scheiß der Hund drauf, wollen wir eigentlich nicht hin. Aber es ist ein Herzogtum, das holen wir uns. Ja oder nein, was meint ihr? Es ist eine Gelegenheit, ne? Es ist halt ganz woanders. Ganz, ganz woanders. Auch in den okzikantischen Landen. Witzig, da könnten wir eine Mischkultur bilden, ne? Ist das aus RP-Sicht vertretbar, ja oder nein? So, dann schalten wir die gerederten Kreise frei, das ist gut. Pro Hingabestufe kriegen wir 2 Bildung, das ist sehr, sehr nett. Dann würde ich jetzt tatsächlich auf Schwerpunkt Majestät mal gehen, um zur Herrschaft erzogen freizuschalten, um die Kinder noch ein bisschen besser zu machen. Ne? Das kann nicht schaden. Der Garibald, der kriegt auch eine Bildungsausbildung. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht für ihn. Einfach eine kurze Sache. Also ganz grundsätzlich ist sowas aus RP-Sicht in Ordnung, wenn wir Anspruch quasi mehr oder minder geschenkt kriegen, ne, vom Papst. Das ist jetzt nicht so wie hier, wo wir sagen, okay, wir müssen ihn jetzt beeinflussen und wir würden das gerne machen und hast du nicht gesehen, sondern
Er macht es einfach so. Und Anna lernt die baltische Sprache. Okay. Eine neue Schmiede, was? Mein Fürst, ich möchte nicht respektlos erscheinen, doch eure Schmiede, sagen wir, einfach, wenn mein Vorhaben auch nur ansatzweise ein elegantes Ergebnis liefern soll, werdet ihr etwas Neues investieren müssen. Okay, sollen wir einen richtig guten Insignien-Satz anstreben? Ja, macht schon Sinn, ne? Komm, machen wir. Die 50 Flocken. Fuck it. So, und die Feinheiten der Diplomatie. Der wird treuherzig, der Paulus. Das passt doch, oder? Treuherzig finde ich gut. Er ist demütig, mit ehrlich und treuherzig. Schöner Charakter. So, und was ist passiert? Ich bin schon wieder geistig voll am Abbrechen. Ich bin ein Graf, ich schaffe das aber auch so. Ich will nicht unbedacht oder sowas werden. So, in der Zwischenzeit, wie lange noch bis zur nächsten Jagd? 4 Monate. Okay, das geht's ja aus. Falsche Bekehrungen. Eine Reihe sogenannter Converso wurde von ihrem ehemaligen Rabbis gesagt, sie sollen vorgeben, zum wahren Glauben konvertiert zu sein. Doch heimlich praktizieren sie weiter den Rabbinismus. Okay. Falls das stimmt, Entschuldigung, würde uns unsere Bemühungen untergraben, die jüdische Gemeinde Iberiens zum Christentum zu bekehren. Was hat das mit mir zu tun? Ist mir einerlei. Ich sollte diesen Ketzer verhören. Ich bin kein Ketzer, also ich bin kein religiöser Fanat, also ist mir einerlei. Jüdische Gemeinde gedeiht. Okay. Whatever. Oh, ich sehe gerade, wir haben jetzt sogar mehrere. Languedoc und Barcelona. Languedoc und Barcelona wird auch gehen, lol. Das ist ja mal witzig. Was haben denn die getan, dass die so in Ungnade gefallen sind? Die ist schwer verletzt. Oha. Aber die ist gar nicht irgendwie in der Frömmigkeit so extrem weit unten oder so, im Minus. Sie ist auch nicht exkommuniziert. Warum hasst die der Papst? Dann stellt sich nur die Frage, wenn wir das jetzt durchziehen, die sind gerade alle sehr schwach, ne? Sie hat keine Verbündeten. Und hier wird gerade um das Herzogtum Barcelona gekämpft. Also würde ich eher wahrscheinlich Languedoc ins Ziel nehmen, oder? Languedoc oder Poitiers? Schauen wir uns mal ganz kurz an. Languedoc hat 2, 4, 6. Poitiers nur 4. Was ist da mit der Hauptstadt? Albi ist eine scheiß Hauptstadt. Die hat nur 2. Nur 2 tatsächlich. Es ist wirklich mies, ne? Nur 2 verdammte Baronien und Sondergebäude können wir nicht nutzen, außer wir werden karantisch, also vom Glauben her. Und es ist ein Waldbesitztum. Hier hingegen hätten wir 4 Baronien in eigener Hand. Entweder Poitiers, oder wie man es immer ausspricht, Poitiers wahrscheinlich. Nummer 2, Languedoc. Oder Nummer 3, wir warten auf was uns besser passt. Mach da nochmal eine Abstimmung. Mich würde es interessieren, in was für eine Richtung entwickeln wir uns. So, in der Zwischenzeit werde ich hier mal ganz kurz wieder auf Geld umstellen, weil Amsterdam könnte ja sein, dass es dann nicht mehr unsere Heimat bleibt. Oh shit. Brücke wird wieder angegriffen. Ja. Moment einmal. Dann lasse ich den jetzt besser frei, bevor er gar kein Geld mehr hat. Lösegeld. Bitteschön. Bevor er gar kein Kohle mehr hat, weil das schaut nicht gut aus. Der Kaiser wird wieder mal angegriffen und diesmal können wir ihm nicht wirklich helfen. Okay, scheiß drauf. Ich mach's mal trotzdem. Ein freundliches Wort. Da steckt die Garibald. Ich habe gerade mit der Herzogin Gisela gesprochen. Ich hörte von ihrer Arbeit für euch. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihren Wirkungsstätte einen Besuch abzustatten. Ich habe mit ihr darüber geredet, wie man euren Erwartungen gerecht werden kann und damit wird das Artefakt von leicht höherer Qualität. Das ist schön. Okay, nevertheless, wir treten dem Chef bei. Wir wollen die nicht bei uns haben. Diese verfluchten Wikinger. Wir werden versuchen, unserem Kaiser beizustehen. Und Trappen wurden gesichtet. Das passt auch sehr, sehr gut. Und Garibald wird erwachsen. Great success. Sehr schön. Wow. Er war schon immer ein neugieriges und wissenshungriges Kind und hat von Anfang an ein Talent für die Gelehrsamkeit bewiesen. Sein Verständnis von philosophischen und theoretischen Werken ist beeindruckend. Und er verwickelt seine ehemaligen
seinen ehemaligen Lehrer oft in entsprechende Debatten. Schon in jungen Jahren kann man oft hören, wie er auch obskure Abschnitte zitiert, um neuen Ideen und Theorien zu untermauern. Er wird zum meisterhaften Philosophen. A great success. Das ist richtig gut. So. Wir machen hier mal anhängen und helfen mal dem König, egal bei was. Wahrscheinlich erst einmal um hier. Oh ja, das trifft sich gut, dass wir dem helfen. Die Schlacht direkt vor unserer Haustür. So, mein Erbe ist jetzt nicht vermählt. Anstifter entdeckt. Was? Meine Berthold ist ein Opfer von meiner Gräfin? Oh. Gräfin hat es auf den Mann abgesehen. Na gut, schauen wir nochmal. Kaiser. Er hat inzwischen eine Frau, aber immer noch kein Kind. Und selbst wenn er jetzt bald ein Kind kriegt, dann wird die ganz schön jung sein, ne? Schwierig. Okay, da ist die Abstimmung. Die letzten Sekunden laufen. Was machen wir? Was anderes. Okay, passt. Dankeschön. Meine Gemahlin plaudert angeregt mit der Herzogin Gisela und zählt Ideen und Vorschläge auf für ihr jüngstes Vorhaben. Meine Kunstschmiedin verhehlt ihre Verachtung kaum und ist von der Einmischung meiner Vermählten offenkundig wenig angetan. Und wenn ihr schon an so etwas arbeitet, fährt diese fort, dann kann das gute Ding, die Insignien, doch gleich zu dem Erbstück passen, das mir hinterlassen wurde. Das kann passieren, dass es dann von minderer Qualität wird. Deswegen sagen wir, komm Liebling, überlassen wir das den Fachleuten. Das ist richtig. Na gut, also, dann stellt sich jetzt natürlich immer noch die Frage, was zur Hölle machen wir jetzt mit meinem Sohnemann? Oh. Die Inspiration wurde verwirklicht. Sie überrascht mich mit einem mit Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich ihn enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Ein kunstvoller Insigniensatz von ausgezeichneter Qualität. Er besteht aus einem Sondermessing-Zepter, das mit kleinen Karneolstücken verziert wurde, einem Wolleumhang mit Garn aus Wolle bestickt und einem Sondermessing-Kugel mit Kreuz. Nice. Bringt Frömmigkeit, Prestige, Anziehungsmeinung plus 8 und Steuerbeitrag. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. So, nein, jetzt kommen hier schon wieder ein Power Raider. Ja, und er merkt's. Der Kaiser merkt's und geht sofort. Ne, ist schon vorbei. Was? Der Kaiser wird uns einen Anspruch. Was? Lol. Was hat denn der. Er wurde exkommuniziert. Ja, dann ist es klar. Der König von Bayern wurde exkommuniziert. Ja, aber das ist noch viel zu groß für uns, der Fisch. Na gut. Dann, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Sohnemann? Wir können in die Kaiserfamilie nicht einheiraten. Ja doch, im Moment können wir schon. Er hat eine 2-jährige Prinzessin und die ist Albino. Die ist halt sehr jung. Moment mal. Der Kaiser... Scheibenkleister. Stimmt, der Kaiser ist abgedankt. Lang lebe der Kaiser. A great success. Karol, Mann. Das bedeutet... Nee, hä? Ach, scheiße, wir haben ja eine Kaiserwahl und es wurde nicht sein Sohn gewählt, sondern tatsächlich sein Bruder. Der wurde zum neuen Kaiser gewählt. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ah, aber dann muss ich mich jetzt bei dem einschleimen. Naja, wir sind eh gerade dabei. Dann mache ich hier den Kaiserbezirzen an. Dann schauen wir mal, vielleicht wird das was. Vor allem, wenn wir ihm jetzt hier helfen bei dem, bei der ganzen Aktion. Die Herzogin wird bald, sie schreibt mir, seid gegrüßt, mein unversöhnlicher Vasall, mein Hof geht bald auf Reisen und ich werde Holland besuchen, um eure Burg und eure Lande zu inspizieren. Die Edelleute von Holland werden das Geschuldete an mich entrichten. Ich erwarte einen Empfang, wie es eine Herzogin erwarten darf. Oha, die macht eine Prachtreise. Kommt aber bei mir gar nicht wirklich vorbei. Bin verwirrt. So, und der hat mit meinem Ratskanzler korrespondiert und der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Okay, das passiert, ne? Aber mein Ratskanzler ist eigentlich gar nicht schlecht. Kann so viel passieren, ja, aber selbst wenn, würde ein anderer erben. Ach du Scheiße. Und zwar der Earl von Desmond. Ja gut, und jetzt, du musst ein bisschen gegensteuern, Chefe, ne? Du musst da ein bisschen gegensteuern. Was ist das sonst? Berufen, Regent zu werden.
Es ist für jeden Herzog von Holland, es ist für jeden im Herzogtum klar ersichtlich, dass meine Lehnsherrin die Bürde des Herrschens nicht mehr allein schultern kann, zumindest nicht ohne unseren Landen dauerhaft Schaden zuzufügen. Da diese Lage für eine Weile anhalten wird, muss das Reich wissen, an wen es sich zu wenden hat, wenn die Herzogin nicht persönlich Recht sprechen kann. Wir brauchen jemanden, der dauerhaft als Regent dient. Natürlich sollte ich das sein. Ich habe schon so viele Ideen für das Reich. Sehr schön. Wo ist sie denn aktuell? Achso, weil sie auf Reisen ist. Okay, dann muss ich schnell sein. Oh! Oh! A great success! Ich bin bereits Stufe 3 bei Waagschalen der Macht. Nice. Das ist ja ultra gut. Ich kann Geld vom Lehnsherrn stehlen. Ich kann Lehnsautorität, Stammesautorität erhöhen. Ich kann mit Vasallen negative Gemeindemodifikatoren geben. Verwurzelte Regentschaften im Moment. Was kann ich noch? Aberkennung von Titeln bei anderen Vasallen versuchen. Ansprüche auf Titel von Mitvasallen fingieren. Ich lasse mal ausschlagen mit einem wunderbaren Prestigehebel. Davon habe ich nämlich massig und jetzt bin ich auf Stufe 4. Bei Mitvasallen und Höflingen eine Einkerkerung versuchen. Kann ich nicht noch irgendwas anderes jetzt bei ihr machen? Warte da mal ganz kurz. Gold stehlen, könnt als Regent ihr Gold, könnt als Regent Gold stehlen, das eigentlich eurem Freund Graf Dirk sein eigen nennt. Ich könnte 65 Geld vom Graf Dirk stehlen, indem ich 750 Prestige einsetze, okay? Jetzt wird's ja mal richtig interessant hier. Oder als Regent könnt ihr Ansprüche im Reich des Lehnsherrn fingieren. Ich würde sagen, als Regent ist das okay, oder? Grafschaft von Dokkum, Grafschaft von Friesland, Grafschaft von Ostfriesland. Ostfriesland ist halt leider sau weit weg. Dokkum und Ostfriesland. Wo ist denn Dokkum? Jetzt warte mal kurz. Dokkum ist hier. Friesland ist hier. Das ist halt alles da drüben im anderen Herzogtum, ne? Bei ihm ging es wahrscheinlich nicht, weil er mein Freund ist. Deswegen kann ich nicht gegen ihn intrigieren. Chagadi, magst du nochmal eine Abstimmung machen? Als Dirarch, also sprich als Regent, währenddessen die Herzogin nicht zugegen ist, kann ich meine Macht nutzen? Ich bin jetzt aber ein gerechter und auch ein tapferer, gerechter, fleißiger Mensch. Wäre das vertretbar? Aus der Sicht des Roleplays. Wenn ich meine Macht, wir sind ja durchaus auch ein bisschen ehrgeizig, ne? Wenn ich meine Macht benutze, um zu versuchen, jemanden sein Herzogtum wegzunehmen, indem ich einen fallen gelassenen Anspruch kriege. Wir kriegen hier keinerlei negative Anspannungszuwachs oder so. Also von dem her würde es ja eigentlich gehen. Sollen wir es machen oder dürfen wir es nutzen oder nicht? Frag doch mal bitte die Zuschauer, Chagadi. Ich habe jetzt recht viel Geld. Dieses Geld könnte ich zum Beispiel einsetzen, um die Herrenhäuser zu erweitern. Dann würde ich statt 0,7 1,1 Steuern kriegen. Und plus 3% Besitz zum Steuern statt 2. Doch, das klingt nach einer guten Idee. Das mache ich auch. So. Die Macht ausnutzen ist ja nicht unbedingt was ganz Schlechtes. Oder Unehrliches. Was tun? Wenn nur schauen, dass die nicht zu schnell wieder nach Hause kommt. So, wir haben auf jeden Fall hier was befreit. Das ist schon mal gut. Dann können wir gleich die nächste versuchen zu befreien. In der Zwischenzeit, ihr sagt aber relativ eindeutig, dass das vertretbar ist. Und dann würde ich genau das machen. Und ich nehme natürlich das, was am nächsten liegt, und zwar Friesland. Wenn ich Friesland... Ich setze beachtliches politisches Prestige ein, um das möglich zu machen und werde hier eine rechtliche Einmischung veranstalten. Sehr schön, das fördert zwar die Zwietracht im Reich, aber wir können dafür... Wir haben dafür einen Anspruch erhalten und das ist wirklich gut. Nice. Wir können zwar aktuell nur 2 Domänen haben, aber wir haben ja 4 Söhne. Ja, ihr wisst, worauf das rausläuft. Wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir da zu Pötte kommen. So, dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt erst einmal um einen Krieg. Ich kann ja in der Zwischenzeit nichts mehr machen als Regent, ne? Moment, kann ich vielleicht? Das geht noch nicht, oder?
Great success. Ich kann meine Leihmächte nutzen, um ein Titelaberkennungsrecht zu erwirken. Das bedeutet, dass man mir, dass die Herzogin mir meinen Amsterdam-Titel nicht mehr wegnehmen kann. Und sie hasst mich zwar dafür, aber ganz ehrlich, das ist schön. Keine Titel mehr aberkennen. Das spielt mir gerade sehr in die Hände. Das spielt mir gerade sehr, sehr gut in die Hände. So, und mir schreibt König Ludwig aus dem Ostfrankenreich. Ratsverwalter, euer Ratsverwalter hat in einem ehrlosen Keilerei jemanden erschlagen. Das Opfer ist mein Cousin Heribert. Ich verlange Satisfaktion für diese Schmach. Surprise, Motherfucker. Das wird gerade gerückt, dann macht das ich. Oder er wird öffentlich um Vergebung flehen. Was habe ich zu tun mit dem seine Verfehlungen, würde ich sagen. Er ist zwar mein Ratsverwalter, aber der wird schon gut bezahlt. Also er soll öffentlich um Vergebung flehen. Schreibt zurück, passiert. Könnte ich machen, ja. Aber ich will nicht unbedingt einen mächtigen König mir als Feind machen. Das finde ich nicht ganz so gut. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich bin ein verwurzelter Dirach. Das ist ja ultra gut. Ich habe eine verwurzelte Regentschaft. Das bedeutet, die kann mich, obwohl sie jetzt zu Hause ist, die kann mich gar nicht mehr raushauen. Ich bin der Dauerregent. Great success. Verwurzelten Regenten entlassen. Ich fordere euch auf, euren Posten als verwurzelter Regent auf der Stelle abzugeben. Wenn ich das annehme, bekommt meine Dynastie 150 Bekanntheit. Das wäre schon gut. Bei Ablehnung wird es zu ihren Ding. Oh, das ist jetzt wichtig. Ha, das ist. Wir haben schon mal die Macht. Sollen wir sie zurückgeben und dafür Bekanntheit bekommen? Eins. Oder sagt ihr, nee. Wir haben jetzt hier uns schön mächtig hier hingestellt und sagen, wir können noch mehr nutzen. Ich meine, was wir jetzt großartig noch nutzen können, ich glaube aktuell erst einmal nichts mehr. Wir könnten halt aufbauen. Lehnsherren können nicht versuchen, ihren Regenten zu entlassen ab 5, okay. Und ab 6, die Drachen können ihren Lehnsherren ein Ultimatum stellen, indem sie dauerhafte Übertragung der Herrschaft fordern, wenn sie die Mehrheit der mächtigen Vasallen ihres Lehnsherrn davor überzeugen können, einen Staatsstreich zu unterstützen. Das wäre halt schon auch cool, ne? Mit Staatsstreich versuchen, die Macht an uns zu reißen. Chagadi, wir brauchen nochmal eine Abstimmung. Sorry, aber das ist jetzt gerade, da passiert gerade sehr viel, ne? Also wir könnten versuchen, alleine durch unsere verwurzelte Regentschaft Herrscher zu werden. Das könnte funktionieren. Das Problem ist, wir sind halt schon relativ alt mit 48. Aber hey, wer weiß, was in 20 Jahren alles passiert. Ja, sollen wir sagen, hier annehmen? Ja, wir nehmen die Bekanntheit und entlassen uns quasi. Oder sollen wir sagen, nö, nix da. Wir bleiben verwurzelter Regent. Ah, es ist schon eine sehr leckere Gelegenheit. Ne? Eine sehr, sehr leckere Gelegenheit. Aber auch wie sie es schreibt, ich fordere euch auf der Stelle auf, euren Posten aufzugeben. Ist schon frech, ne? Umso besser, dass ich gerade in Diplomatie ich versuche zu entwickeln. Da können wir nämlich die defensiven Bündnisse freischalten. Okay, also wir sagen Ablehnung. Dankeschön für eure Abstimmungen. Nice. Damit ist jetzt natürlich die Waagschale krass nach links gerutscht, aber das macht nichts. Wir müssen halt. Erinnert mich, wenn März 901 ist, dann müssen wir. Scheiße, das seht ihr gar nicht, ne? Wir haben jetzt hier den 17. November 899. In einem Jahr müssen wir. Müssen wir unbedingt schauen, dass wir das wieder in unsere Richtung ausschlagen lassen. So. Bündnisse für meinen Sohn. Was wäre denn ein cooles, großes Herzogtum, was quasi, wo ich gerne reinheiraten würde? Uff, 2 Jahre alt. Wie alt ist mein Sohn? Der ist schon 17, die haben dann 15 Jahre Unterschied. Das heißt, erst in 14 Jahren würde er Nachwuchs kriegen. Das heißt, mit einem. Ja, wobei, das passt wieder. Wisst ihr was? Das probieren wir. Er ist der Herzog, er hat ein Kind und wir könnten eine Heirat arrangieren. Und selbst eine Prachthochzeit würde das nicht regeln. Ist schlecht. Was haben wir denn noch so neben Jülich? Wir haben hier schon einen Teil von Geldern
Wieso nicht ihm quasi zwingen? Ja, sie ist schwanger. Das ist eine Zwergin, die will ich auch nicht haben. Ah, Mann. Aber ihr wolltet Scheiße, ihr wolltet denn die Kaiserfamilie einheiraten. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss das ja so machen. 82 minus. Das heißt, da muss unbedingt eine Prachthochzeit stattfinden und ich muss ihn weiter bezirzen. Okay, wir bleiben dabei. Komm, wir bleiben dabei. Ob er jetzt erst einmal alleine ist, ist ja egal. Schauen wir mal, was passiert. So, übrigens, kann ich meinen Sohn und Erben da aufs Schlachtfeld schicken? Ja, kann ich. Mach du das mal. Verdiene ein bisschen Prestige, Junge. Und Paulus wird erwachsen. Scheiße, der wurde kaufmännisches Genie. Nice. Wie schnell sie doch Flügge werden. Normalerweise hätte ich jetzt den Paulus gerne gefragt, was er jetzt damit machen will und wen er heiraten will, aber der ist jetzt nicht da. Das schicksalhafte Kind. Apropos, das schicksalhafte Kind. Wir können ihn selber, wir können die jetzt selber unterrichten. Das ist gut. So, der Blick von Petrus ist recht durchdringend. Sein Schritt hat zudem eine stolze Anmut. Seine Stimme ist überzeugend fest, mit einer erlesenen Klarheit der Silben. Ältere Menschen, die fünfmal so viele Sommer gesehen haben wie er, hören aufmerksam zu, wenn Petrus etwas sagt oder tut. Angezogen von seiner Persönlichkeit wie Motten vom Licht. Dieses Kind hat etwas Besonderes an sich. Die alten Lieder sprechen von denen, die dazu auserkoren sind, ihr Volk voranzubringen, von Gestalten mit edler Haltung und großen Talenten. Könnte sie wahr sein? Könnte Petrus vom Schicksal gesalbt sein? Wir könnten ihn zu großem Ausersehen machen. Dieser Charakter hat etwas Besonderes an sich. Monatliche Lebenswandelserfahrung plus 10%. Komm, das machen wir. Klingt gut. Klingt nicht so, als wäre es irgendwie ein Problem. So, und Gicht geplagt. Adalbert beharrte darauf, dass meine Säfte nicht im Gleichgewicht seien und die beste Abhilfe dafür ein Aderlass wäre. Nachdem er astrologische Grafen zu Rate gezogen hatte, entschied er, dass ich an Stirn und Achsel zur Ader gelassen werden musste. Der Aderlass trug nicht dazu bei, dass sich mein Zustand verbessert. Ehrlich gesagt fühle ich mich sogar noch schlechter. Na, ganz toll. Okay, dann wird es jetzt Zeit zur Herrschaft erzogen. Da kriegen meine Kinder nochmal schön viel Punkte. Oh, Marcellus, was? Der ist reizend. Oh, Marcel, bist du gerade da? Willst du Diplomatie oder Ränkespiel? Du hast gerade 3 Punkte auf Ränkespiel bekommen, tatsächlich. Kann man schon mal RIP sagen? Nee, mir geht's schlecht, aber. Aber ich bin noch nicht tot, ne? Gerne. Marcel, also du willst jetzt Ränkespiel. Dann machen wir das, bitteschön. Bist du sicher, ne? Nochmal ein Plus bitte reinhauen, wenn du sicher bist. Ränkespiel, dann mache ich es, weil ich kann es dann nicht mehr ändern. Sehr schön, bitteschön. So, der Erbe ist nach wie vor nicht vermählt und der Erbe hat auch einen komischen Mustache. Ne, den will ich nicht. Kriegst du aber einen ordentlichen Bart, aber keinen Mustache. Haben wir da, was haben wir denn? Ein gewählter Spitzbart ist gut. Oder ein normaler Spitzbart, der gefällt mir. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir werden weiterhin mal dem Kaiser folgen. Mal schauen, was die jetzt so... Oh, wir haben tatsächlich eine kleine Gruppe erwischt. Sehr schön. Genau. Wir konnten ein paar von den Nordmännern stellen. Und jetzt wird es eine große Schlacht geben. Die Schlacht von Brücke Deus Vult in Fidels. Wir werden sie vernichten. Warum? Weil wir müssen. Die Schlacht von Brücke. Deus Vult. Die Feinde des Reiches wurden besiegt. Great success. Sehr schön. Habe ich hier was gekriegt? 150 Ehre. Ausgezeichnet. Sehr, sehr, sehr schön. I thirst for blood. So, Nachfolger Adler von Amsterdam. Moment, da brauchen wir gleich nochmal einen. Achso, ne, hat sich so ergeben. Alles klar. So, der gute Kaiser. Beim Empfang von Edelleuten aus nah und fern Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch der Kaiser ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der ritterlichste Mensch, von dem ihr je gehört habt? Ja, Kaiser, der Kaiser natürlich, kein Zweifel.
Oh, er mag mich zu 100%. Nice. Scheiße, sie ist auf einer Reise. Das können wir nicht gucken. Moment, lol. Der König von Italien sitzt in Baden. Ganz cool. Moment, ist hier das Geisel oder was unterwegs? Querdenken. Ich biege um eine Ecke und sehe, dass Petrus und mein Bischof in eine heftige Debatte verwickelt sind. Soweit ich das beurteilen kann, ist es kein Streit, sondern vielmehr ein lebhafter Gedankenaustausch. Petrus stellt mit leuchtenden Augen und inbrünstigen Worten einige religiöse Einzelheiten in Frage. Adalbert scheint Petrus trotz des Altersunterschieds als gleichwertig zu behandeln. Petrus bekommt gescheit. Nice. Petri ist schon weg, ne? Der wird das total feiern. Oder ihr haltet ihm vom Kriegsführungsunterricht ab, aber er lernt ja gar keine Kriegsführung, sondern Diplomatie. Hey, komm, gescheit ist ja mal ultra gut. Plus 2 in allem. Läuft bei ihm. Heiraten, ja? Pette, da guck mal. Du bist gescheit. Das Leben von hat Petrus gelehrt, wie wertvoll ein gutes Urteilsvermögen und eine gesunde Geistesschärfe sind. Plus 2 in allem. Ne, also wie der Döner, einmal mit allem. Richtig gut, hä? Nice. Sehr schön. So, die Gute ist eine Geisel, scheiße. Er hat sie als Geisel, Er hat sie als Geisel zum König von Italien geschickt. Das macht die ganze Sache natürlich unangenehm. Ja gut, okay, das hilft alles bei uns nichts. Ich würde sagen, wer hat gerade Bock auf Krieg? Mal Hand hoch, wir haben da noch einen Krieg, den wir führen müssen. Bevor wir abdanken. Krieg! Meine Truppen marschieren und werden sich Friesland holen. I thirst! Und wir werden uns diesen Titel, den wir uns ergaunert haben, definitiv holen! I thirst! Auch wenn wir ihn gerade nicht brauchen können. Mich dürstet nach Blut, und so ist es. Oh, Moment, wir können wieder die Waagschalen ausschlagen lassen. Mit einem Prestigehebel, weil davon haben wir mehr als genug. Sehr schön. Schade, dass man da keine Ding machen kann. Ihr wisst schon. Dass man sagen kann, hier, sag mir bitte, sobald es geht, anklicken. Und dass es hier oben dann aufgezeigt wird, dass man jetzt die Rachos machen kann. Sehr, sehr schade. So, wundervoll. A great success. Dann haben wir jetzt eine neue Grafschaft. Das bedeutet zwar natürlich, dass wir da erst jetzt einmal einen Nachteil davon haben, aber das bedeutet auch, dass der werte Herr Petrus jetzt dann auch Leuwarden, ich hoffe, man spricht so aus, oder Leuwarden, als Grafschaft bekommt. Nur für den Marcellus haben wir noch nichts. Das wäre noch eine Idee. Aber wir können aktuell leider nichts machen, um das in irgendeiner Weise voranzutreiben. Aber eine Dreifachgraf ist doch schon mal was. Ne? Das ist doch schon mal ganz nett. So, Plackerei und harte Arbeit. Du wirst fleißig, werte Herr Pette. Great success. Schau dir mal den Charakter an. Der ist 13 und ist schon besser als so manche Erwachsene. Krass. Okay, du bist zwar ein bisschen fett, aber das ist okay. Krieg am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, so ist es. So, dann schauen wir mal. Wir lassen mal das ein bisschen... Oh, lernen abseits des Lehrplans. Seltsame Dinge zeigen sich allzu oft, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ein Beleg dafür erhalte ich jetzt mein Bischof und Jutta, eine erfahrene Heilerin, mich mit dem überdrehten Petrus im Schlepptau gegenübertreten. Der junge Petrus möchte einen unserer Berufe lernen, Herr, setzt Adalbert an, und wir wären geneigt, ihn zu unterweisen. Wir brauchen eure Zustimmung, denn ich will nicht verantwortlich sein, wenn er von seinen sonstigen Studien abgehalten wird. Also, werter Pette, Nummer 1, du wirst Jungarzt und bekommst Bildung plus 2. Nummer 2, du bekommst Bildung plus 2 und wirst Kräuterkundler, was Ränkespiel und Bildung plus 2 macht. Ne? Jungarzt gibt plus 1 Bildung und einen kleinen Gesundheitsbonus. Oder du lässt dich nicht ablenken. Dafür heißt es dann 25% Wahrscheinlichkeit für Kräuterkundler, Jungarzt, aber auch für alle anderen. Diplomatie, Kriegsführung, Verwaltung plus 2 oder Ränkespiel plus 1. Was hättest du denn gern? Wie im Real Life eben. 3. Wirklich 3?
Ich hätte jetzt sowas von Kräuterkundler gesagt, aber du entscheidest. Okay, also schauen wir mal, was kommt raus? Oh, du hast tatsächlich deine Verwaltung erhöht. Das passt ganz gut, weil durch unersättlich hast du ja die Verwaltung gemindert gehabt. Und ich glaube, die Bildung habe ich auch hochgehen sehen. Krass. Und Kräuterkundler bist du auch geworden. Nee, du bist deswegen hoch, weil du... Nee, hä? Du hast Verwaltung und Kräuterkundler bekommen. Nice. Alter, richtig gut. So, wir können jetzt hier nochmal wohlüberlegt freischalten und bald die defensiven Verhandlungen. Dann können wir uns noch einen Verbündeten holen. So, Herzog... Ja, nice. Wir hätten tatsächlich eine gute Wahl jetzt vor uns. Der König, Papst würde uns einen Anspruch gewähren auf das Herzogtum Bar. Das bedeutet, das ist unser Schwager, der ist aber 12 Jahre alt und er ist der Sohn des ehemaligen Freundes von mir hier, der tatsächlich leibliche Sohn, aber er verliert eh gerade seinen Befreiungskrieg, wobei im Moment, der hat auch noch mehrere Verbündete. Was ich damit sagen möchte, oh scheiße, nee, wenn ich den angreife, allein dass er mit Lothringen hier verbunden ist, das wäre zu krass, dass der überhaupt verliert. Warum verliert der eigentlich? Also gerade zieht Oberlothringen mit rein. Der wird nicht verlieren. Ich wollte gerade sagen, wir hätten die Gelegenheit quasi, weil wir ja da eingeheiratet haben, zu sagen, Bar gehört uns. Ne? Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass wir verbündet sind, fällt mir gerade ein. Wir sind ja verbündet, ich kann ihn gar nicht angreifen. So, und Anna wird erwachsen. Du wurdest zu einer annehmbaren Unterhändlerin. Sehr schön. Und kannst jetzt gleich deinen Ehemann ehelichen und bist jetzt damit quasi die zukünftige Herzogin von Cornwall. Herzlichen Glückwunsch. Great success. So, und ich habe schon wieder einen geistigen Zusammenbruch. Okay, aber dann werde ich diesmal was tun dagegen. Ich werde einsiedlerisch. Mein Diplomatie und Verwaltung, Verwaltungswert wird zwar etwas sinken und leiden darunter, aber ich brauche mal etwas, um ein bisschen runterzukommen. So, hier zum Beispiel kann ich mich zurückziehen für 150 Anspannung. Ich schließe die Tür hinter mir ab und trete in einen ruhigen Raum. Ich atme tief ein und aus. Ich habe den Dienern befohlen, niemanden zu mir zu lassen, unter keinen Umständen. Und als ich meine Schultern entspanne, wird mir klar, dass es genau das ist, was ich brauche. Sehr schön. Gut, okay, soweit, so gut. Leider wird's mit Bar nix, aber hey. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal anders hin. So, ich kann die Waagschalen in einem Jahr wieder ausschlagen lassen. Und das wird nicht reichen. Gefangen im eigenen Körper. Ich wusste, dass mit dem Alter alles langsamer wird, doch das, ich hätte nie gedacht, dass ich gar nichts mehr regen würde, bis ich sterbe. In letzter Zeit verspüre ich ein beständiges Unwohlsein und alles braucht mehr Mühe als zuvor. Ich mache mir Sorgen, dass ich womöglich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich mich hinlege. Es besteht kein Zweifel, dass mir die Zeit davonläuft. Ich fühle mich, als könnte ich nichts tun, als darauf zu warten, dass mich die süße Umarmung des Todes holt. Ich werde gebrechlich. Ja gut, das bedeutet, ich werde bald draufgehen. Das ist schlecht. Ach, come on. Wirklich, in dem Atemzug. Graf Garibald I. von Holland ruht nun nach 51 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Er starb gichtgeplagt. Obwohl er berühmt war für seinen scharfen Verstand, konnte er am Ende dem Tod doch kein Schüppchen schlagen. Graf Garibald II. Besteigt den Thron, da er weise und gebildet ist, versprechen wir uns von seiner Herrschaft große Fortschritte und Innovationen.